Jetzt kommt Wassermann, nachher letzte Fische. Wunschkarten, was ist bei ihm los? Wassermann. Wassermann, was ist los? Es tut mir leid. Oh. Mhm. Ich weiß, dass die Kommunikation mit mir derzeit nicht einfach ist und das tut mir wahnsinnig leid. Ich tue dir weh, wenn ich mich nicht melde oder sie gar nicht erst antworte. Und selbst wenn ich dann antworte, hinterlasse ich einen Scherbenhaufen in deinem Inneren und du bist genauso schlau wie vorher. Ich bin einfach ein Feigling. Oh, der meldet sich nicht. Ja, der meldet sich einfach nicht. Aber jetzt weißt du, woran du bist bei ihm, ja? Was ist noch? Was bringt er noch für Baustelle? Oh, loslassen ist in Heilung. Er muss jemand loslassen. Und Problemunabhängigkeit. Der muss sein Leben umkrempeln. Verrat war ein Problem. Man hat im Hintergang der letzte Partnerschaft, ja? Also, dieser Mensch hat viel Baustellen, Schattenthemen, die er anschauen muss. Auch loslassen der Vergangenheit. Das ist das, was ihn blockiert. Das ist nicht vorwärts gehen, Sache Liebe. Ja? Wassermann. Ja. Oberflächlichkeit. Deswegen lässt er nichts in der Tiefe. Wenn zu ernst wird zu ihm, Kontakt mit jemandem oder zu dir, den haut er ab. Aber er ist verliebt in dir, schau mal. Er ist sowas von Anziehungskraft, ist da. Ja? Noch eine. Ja, die Wolke raus. Ja, es kommt im Sommer eine Entwicklung, enorme Beschleunigung bei euch. Im Sommer. Ja? Und bis Sommer ist dieser Heilungsprozess, ja? Heilungsprozess geht bis Sommer. Ja? Verrat und Unabhängigkeit. Der muss sein Leben so umkrempeln. So umkrempeln muss er. Da Verrat und Unabhängigkeit. Der Ratsuche der Unbeständigkeit. Ja. Er war abhängig, ja, emotional und finanziell von Ex-Partner, Ex-Partner. Kann sein, dass die Ex-Partner oder Partner ist eine allgemeine Legung, ja, sie oder er, finanziell besser dagestanden ist als er. Und das hat ihm auch an sein Ego gekratzt. Jetzt muss er lernen, auf die eigenen Beine zu stehen. Und deswegen kam zu Streit. Ja, deswegen kam zu Trennung. Sie ist jetzt allein wegen eben. Sie waren sehr vieles unternommen und sie hat das alles finanziell, ja, alles in der Hand genommen. Ja, auch finanziell ist sie besser dargestellt als er. Und das ist das, was ihn gestört hat, ja, als Mann. Zum Beispiel, wenn er sein Mann wäre, oder? Und er muss wieder sein Leben im Griff bekommen, auch für sich selbst sorgen. Verstehst du? Das alles braucht Zeit, ja? Weil er war so finanziell abhängig von Ex-Partner, Ex-Partnerin. Jetzt muss er selbst sein Geld verdienen. Das ist ein großer Schritt für ihn, ne? Aber es kommt gut, ja? Das ist nur eine Phase, dass er wieder Stabilität in seinem Leben hat. Das ist so, ja. Das war auch eine Lernaufgabe für ihn als Mensch, ja. Dass auch wenn er eine Partner oder Partnerin hat, dass er nicht auf anderen verlassen, sondern auf sich selbst, ja. Und das muss er jetzt lernen. Verstehst du? Das ist dieser Feigling im Leben. Nicht nur in der Kommunikation mit dir, aber auch im Leben. Er muss gerade das Geraden biegen für sich selbst.
Ah, er ist erwachsen. Das ist alles eine karmische Lernaufgabe für ihn. Das ist seine Entwicklung auch, ja? Eine bessere Entwicklung. Was ist in seiner Seele? Was ist in seiner Seele? Ja, oh, ich habe gesprungen. Führung, er wird geführt von oben. In der richtigen Weg. Das ist eine Lernphase, die Quelle ist bei ihm, also, wie sagt man, die Familie, ja, unterstützt ihn und führt ihn, ja, Geistführer, wie man das nennt, ja? Schutzengel, für einen Neuanfang, auf Null anfangen, damit er lernt, auf sich selbst aufzupassen, ja, mit niemandem zählen, nur er selbst. Und dass er nicht abhängig ist von jemandem, nicht emotional, nicht finanziell. Das ist alles Lernaufgabe auf deinen Wunschpartner. Jetzt für dich, wo zuguckt, ja, eine Botschaft, Freundschaft. Bei euch beginnt langsam mit Freundschaft. Die Liebe, ja? Pflege die Bande der Freundschaft. Noch eine, bitte, liebes Universum. Noch eine. Ja. Bleib dir selbst treu. Noch eine. Ui. Umarmung, schau mal. Du hast ein perfektes Gegenstück gefunden. Das wird was. Aber er hat diese Lernaufgabe, die ihm Zeit in Anspruch nimmt. Das ist eine Phase, ein Prozess und da musst du wirklich ja, geduldig sein. Ja? Das ist so. Alles, alles Gute.